Hallo Dri, wir haben Goldklumpen. Verkaufen. Ich möchte Zutaten loswerden und zwar Goldklümpchen. 2 Stück. Ah, doch, ich bin einverstanden. Oh. Einverstanden. Dankeschön für den geilen Deal. So. Schauen wir doch mal. Bis denn. Ob wir noch mal jetzt ein paar Goldringe schmieden. And what can I do for you? Ich würde gerne ein bisschen was schmieden, Kollege. Ein Goldring beispielsweise. Let's go! Ein Goldring! Jawohl! Machen wir das direkt noch ein. Ja, ein Goldring geht noch. Vielleicht kriegen wir noch mal einen geilen Goldring, der ordentlich plus Angriff hat und so. Nein, wieder ein normaler Goldring. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Reicht ja auch vollkommen aus. So, das reicht. Und jetzt gibt es dann erstmal nochmal Ausrüstung. Die Goldringe, die wir gerade hergestellt haben, müssen jetzt ja auch noch ausgerüstet werden. Und zwar, Karate, dann hat schon einen. Judo Micha auch, glaube ich. Ja, dann kriegt Alena jetzt einen. Oder sie kann ja sogar 2 nehmen. Alena hat 2 Goldringe jetzt. Sehr gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle nochmal speichern. Welcome, child. Speichern. Let us pray, du. Eule, Schlange. Ja, ich gestatte dir, die Taten im Abenteuerbuch niederzuschreiben. Das ist doch wohl ganz klar. Wir überschreiben. Kardinat Stufe 11. Yes. Sehr gut. Nicht zurückkehren zum Titelbildschirm. Und jetzt machen wir weiter mit der Story, indem wir nämlich wieder zurückfliegen zu Kirkwood. Kirkwood, oder? Eine neue Höhle haben wir ja noch nicht, ne? Nee. Wir fliegen weiter zu Zirkuk und machen Audienz beim Bürgermeister. Jawohl. Bei ihrer Ankunft von Zirkuks Toren müssen unsere Helden feststellen, dass die Stadt bereits unter Belagerung steht. Kämpft euch ins Innere der Stadt vor, bevor die Monster die Bewohner in ihre Klauen bekommen können. Auf geht's! Aua, ist das der Bürgermeister? Die Stadt ist in 3 Bezirke unterteilt. 2 davon, der östliche und der westliche, bilden die eigentliche... Moment. 2 davon, der östliche und der westliche, bilden die eigentliche Stadt, während der Norden die Arena beherbergt. Zum Westen... Ui, steht dort. Einzelne Mann. Kämpft in Alleingang gegen Monster. Uff, puh, puh. Euer Majestät. Seid ihr es wirklich? Na, wenn das nicht der Bürgermeister dieses sonnenverwöhnten Kleinorts von einer Stadt ist. Doch, sag mir, alter Freund, warum bist du auf dich alleine gestellt? Ich habe mich den Angreifern in den Weg gestellt, um meinen Bürgern die Flucht zu ermöglichen. Doch, oh, welch Schande. Für die Stadt an sich konnte ich nicht viel tun. Unsinn, deine geliebte Stadt steht immer noch und deine Entschlossenheit, sie bis aufs Blut zu verteidigen, ist Beweis deiner absoluten Hingabe. Du bist ein Vorbild für uns alle. Doch nun solltest du dich zurückziehen und es uns erlauben, an deiner Stadt die Verteidigung Zirkuks zu übernehmen. Ja, rauf da! Da ist erstmal hier direkt so ein Digger. Also erstmal richtig auf den Dresch hauen. Kaputt haben. So, der ist kaputt. Vielleicht kriegen wir ja eine Medaille. Sehr gut, wir haben eine Golem-Medaille. Lässt zum Einstieg die Erde beben und verteidigt fort an den Posten. Sehr gut, das ist perfekt. Denn hier, das wäre dann jetzt einmal das Ding hin. Und gleichzeitig müssen wir ja auch hier aufpassen. Und hier hauen wir den Golem raus. So, Dorik, du übernimmst bitte. Boom, boom, boom. Das
Zack, ordentlich draufgehämmert. So, jetzt kümmern wir uns hier mal um den Golem. Oh, wir haben hier einen reingehauen. Dann nehmen wir noch mal. Multifists. Nochmal Multifists. Oh, unten geht wieder Action. Der Kollege Golem. Wir haben hier noch ein Schleimding bekommen. Sehr, sehr gut. Jetzt haut der Schleim hier noch mit drauf. Hämmerling-Medaille. Tritt mit einem katastrophalen kritischen Treffer in Erscheinung. Ja, perfekt. Zack, der haut ja richtig drauf. Multifists. Nochmal Multifists. So, hier haben wir noch eine Medaille, war hier eigentlich noch, gerade eben. War doch irgendwo noch eine Medaille. Da ist eine Medaille. Die sollten wir auch mal hinstellen. So. Hier ist nämlich eine Menge. Wäsche geht hier gar nicht durch. Unser Golem haut hier aber sehr gut drauf. Das finde ich gut. Kleines nochmal ein bisschen. Alle mal ein bisschen zurückkloppen. Da hinten ist noch eine Golem-Medaille. Ah, ich muss die Portale wieder schließen natürlich. So, da ist nämlich der Schlundwärter. Hallo, Kollege. Den müssen wir jetzt richtig verprügeln. Kollege, Lurek, du bist gefragt, du musst hier den Typen verprügeln. Und zwar dringlich und schnell. Uiuiui. Der Bürgermeister hat nicht mehr viel Leben. Lurek ist tot. Was ist bitte? Oh, ich glaube, das Ding hier ist gleich vorbei. Kann ich die denn wiederholen? Kann man in der Tat. Okay, ich glaube, wir müssen hier diesen dämlichen Wärter einmal kaputt hauen. Wo ist der denn? Da ist er. So, der ist erstmal hin. Das ist wichtig. Jetzt haben wir das Portal schon mal geschlossen. Hier ist der nächste tot. So. Ich habe noch so ein Golem-Ding bekommen, dachte ich. Hier nochmal ordentlich auf den Goscher hauen. Oh, der Bürgermeister kriegt richtig auf den Sack gerade. Hat irgendjemand hier schon seinen Super? Das wäre echt wichtig. So, schnell weitermachen, schnell weitermachen. Wir müssen den Bürgermeister beschützen. So, jetzt habe ich hier noch einen Golem. Den Golem stelle ich hier hin. So. Den Golem hier müssen wir jetzt verstehen. So, Golem. Du gehst jetzt erstmal kaputt, hoffentlich. So, und jetzt müssen wir hier hinten nämlich auch einmal diesen Portalwärter zerprügeln. Der versteckt sich nämlich hier hinten. Aber dann langsam wird es schon ein bisschen schwieriger. Muss ich gestehen. So, ich nochmal ordentlich an die Wäsche. So, wo ist er hin? Ja. So, der ist kaputt. Und jetzt habe ich hier hohen Konzentrationsmodus. Und den werde ich jetzt ganz hinten da bei dem Schwimmwächter einlegen. So, komm mal ran hier. Jetzt gibt's richtig Dresche hier. Ich hoffe, er ist kaputt. Das sieht ganz danach aus. Ja, schwimmt er das hin. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite halt das Portal noch kaputt kriegen. Hier kommt die letzte Welle. Okay. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal so ein Ding hinstellen. Der Bürgermeister ist gleich tot. Das darf nicht passieren. Unter keinen Umständen. Ah, hier haben wir noch einen Golem. Oh, scheiße. Und den einen Golem haben wir jetzt weggenommen. Scheiße. Da kommt ein dicker Ritter.
Sonst noch hier jemand Konzentration? Nee. So, ich brauche jetzt hier gleich noch mal so ein Ding, bevor der Bürgermeister da ist. So, sie holen wir nochmal schnell wieder. Zack. Gleich haben wir hohe Konzentration. Ich hole mir hier nochmal Konzentration. Da oben kommt noch ordentlich Action. So, jetzt haben wir hohen Konzentrationsmodus. Here we go. Jetzt geht's nochmal richtig, richtig, richtig Crash. Und Zunder. Zurück. Wir haben hier jetzt noch so einen Golem. Wo ist denn der Bürgermeister da? Sehr gut. Also stellen wir hier nochmal einen Golem hin. Und hier stellen wir den verrückten Doktor hin. Die Monster treten die Flucht an! Yes! Das heißt, wir haben es geschafft. Boah, das war aber ganz schön knapp. Der Bürgermeister hat nicht mehr viel Leben. Aber ordentlich was erhalten, ordentlich Goldklümpchen. All in a day's work. Sehr geil. Jawohl, ja. Hurra, Freunde, der Westteil ist unser. Gute Arbeit, alle miteinander. Bürgermeister, hast du etwas zu sagen? Eure Majestät, erlaubt mir, euch euren Gefährten im Namen Zirkux unseren tiefsten Dank auszusprechen. Ihr habt unsere geliebte Heimat vor dem sicheren Ruin bewahrt. Bescheidenheit ist Fehlerplatz, alter Freund. Schreit hoch, erhoben Erlaubnis durch die Stadt. Zirkuk kann stolz sein, einen Bürgermeister wie dich zu haben. Doch lasst uns nun zum Wolkenbrecher zurückkehren und eine Strategie zur Rückeroberung des Ostteils ersinnen. Bürgermeister, erweist du uns die Ehre deiner Gesellschaft? Zum Wolkenbrecher, euer Majestät? Ja, du hast richtig gehört. Wolkenbrecher, die stolze fliegende Festung, die wir zu unserem Heim und Hauptquartier erkoren haben. Man wird deinen Wunden dort gut versorgen. Es wäre mir eine Ehre, Euer Majestät, wenn ich euch dorthin begleiten dürfte. Ja! Der Bürgermeister von Zirkuk ist jetzt auch mit am Start. Euer Majestät, ich danke euch, dass ihr uns zu Hilfe gekommen seid. Wärt ihr nicht gerade noch rechtzeitig erschienen, so wäre das Schicksal Zirkuks und somit auch meines ohne Zweifel besiegelt gewesen. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, Freund. Dass du es geschafft hast, die Stadt ganz alleine zu halten, grenzt an ein Wunder. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Aber Zirkuk ist noch nicht außer Gefahr. Wir müssen umgehend die verbleibenden zwei Distrikte befreien. Der Ostteil und die Arena sind weiterhin in der Hand der Monster. Euer Majestät, haben recht. Ich habe bereits eine passende Strategie ersonnen. Als erstes sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und uns den Ostteil der Stadt vornehmen, um dort... Hieß es nicht gerade, dass wir keine Zeit zu verlieren haben? Keine Sorge, Bürgermeister, wir kümmern uns darum. Die Monster werden ihr blaues Wunder erleben. Mit welch tapferen Rettern wir doch gesegnet sind. Erlaubt mir, euch dieses hier als Zeichen unserer Dankbarkeit und als Anerkennung eurer Fähigkeiten im Kampf zu übergeben. Heiliges Balsa, Heilungssteine! Heilungssteine? Was ist das? Ich vergaß. Ihr seid diesem Wunderwerk nicht vertraut. Wie der Name schon vermuten lässt, wohnen diese Steine mächtige regenerative Kräfte innen. Ein Heilungsstein kann nicht nur deine eigenen, sondern auch die Wunden deiner Verbündeten heilen. Klingt in der Tat so, als wären sie hilfreich. Bürgermeister, seid ihr da sicher? Sie sind doch bestimmt äußerst wertvoll. Zirkut steht in eurer Schuld. Steht zutiefst in eurer Schuld, als dass sich diese mit solchen Kinderlätzchen begleichen ließen. Zudem werdet ihr sie benötigen, wenn ihr die anderen Distrikte zurückbauen wollt. Geht klar. So, wir sind aufgestiegen auf Stufe 13 und Stufe 12. Geil. Und wir sollen weiter nach Zirkuk in die weiteren Distrikte. Aber bevor wir das machen, gehen wir speichern.
Oh, und da gibt's auch ein Quest, wie scheint. Ah, Heilungsstein. Die regenerativen Kräfte dieser Steine enthalten bla, können in Zeiten engster Not freigesetzt werden. Doch einmal angewandt, verschwindet besagte Macht in den Äther. Jedoch müssen Steine nicht in geleertem Zustand verbleiben. Ihre Macht kann durch die Kraft des Gebetes wiederhergestellt werden. Solltest du dich in einer Station wiederfinden, in der deine Heilungssteine einer Segnung bedürfen, dann suche die Kapelle auf. Die Göttin wird dir ihre Gnade zuteil werden lassen. So, lass uns denn beginnen. Okay, ich möchte bitte beichten. Let us pray. Let us pray. Ja, ich möchte bitte meinen Speicherstand überschreiben. Karadenart, yep. Sodele, und ich würde sagen, dann machen wir als nächstes weiter mit dem Ostteil. Aber bis dahin, mache ich erstmal eine kleine Pause, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!